Starte am besten in der unteren Position. Der vordere Fuß ist gerade mit den Zehenspitzen nach vorne ausgerichtet. Das vordere Knie zeigt während der gesamten Bewegung immer Richtung Zehenspitzen. Das hintere Knie sitzt auf dem Boden hinter dir so auf, dass der Oberschenkel mit dem Oberkörper eine Linie bildet. Drücke dich nun aus der Kraft des vorderen Beines nach oben und senke dich dann wieder in Ausgangsposition nach unten ab. Achte bitte darauf, dass das vordere Knie immer nach vorne Richtung Zehenspitzen zeigt und nicht nach innen fällt. Außerdem solltest du darauf achten, dass du beim Absenken nicht ins vordere Knie hineinschiebst, sondern mit dem hinteren Knie abtauchst. Die Reckstange dient als Zusatzgewicht. Falls du sie verwenden willst, achte darauf, dass die Stange mittig auf dem Schultergürtel liegt und nicht auf die Wirbelsäule drückt.